Hallo, heute Abend wieder hier im Kino. Freue mich, dass Sie wieder so zahlreich da seid. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Heute Abend ist nämlich ein Film, den man auch gar nicht so häufig sieht in den bundesdeutschen Kinos. Ein japanischer Film von Yasushiro Ozu, ein Weizenherbst. Schon zu seinen Lebzeiten hat er nie jemand gezeigt im Ausland, außer in Japan. Sehr früh geboren, 1903, glaube ich, und ist 1963 an Krebs gestorben. Hatte immer Filme gemacht über eine Kultur, die mir total fremd war. Und das war genau das, was das kommunale Kino in Freiburg oder kommunale Kinos oder auch wie dieser Ort hier nämlich leisten können, uns anderen Kulturen über die Filmemacher der jeweiligen Kulturkreise uns näher bringen. Und das genau hat Ozu mit mir gemacht. Dieses Kino zwischen der Moderne und der Tradition, zwischen diesem Zerstören und Beobachten von Familienzusammenhängen, was fast immer bei Ozu der Fall war. Auch hier geht es um eine Frau, die verheiratet werden soll und dann sich entscheidet für ein sehr viel, weil die Freundinnen nicht mehr mit ihr spielen, dann doch zu heiraten, dieses Hin und Her. Ich war oft in Japan danach, auch ich glaube, dass er viele Filmemacher hier im Land auch mit beeinflusst hat. Doris Dörrie, die ja jetzt auch viele Filme in Japan macht, gehört mit dazu. Von ihr weiß ich es persönlich. Aber auch Wim Wenders, dessen Film wir in den nächsten Treffen vielleicht auch mal zeigen werden, ist ein starker Fan von Ozu und auch sein Kino ist beeinflusst aus einer Kultur, aus einem Beobachten und einem Inszenieren, das fast nur mit statischen Kameras arbeitet, im Bereich der Moderne und der Tradition, wie wir es gar nicht kannten. Und wie oft geht es uns so, dass wir so schnell im Urteil über andere Länder, über Kulturen, über Nähe und Distanz sprechen, ohne es eigentlich wirklich zu verstehen. Ozu schafft es, uns zumindest einen filmischen Zugang zu schaffen zu einer Kultur, die uns fremd scheint. Viel Spaß.